Hi, ho und herzlich willkommen zum. Was, das kann man auch noch machen im Nachhinein. Das geht schon. Zu meinem Mittwochsvideo. Heute ist Mittwoch und ich habe heute mal wieder eine Themenwoche. Ja, wir haben eine Themenwoche. Unsere Themenwoche ist. Ja, eigentlich könnte man sagen, ich mache den Angry Bird. Ich bin die Angry Elena, weil es gibt gerade so ein paar Themen, die mich total beschäftigen, wo ich mich auch ein bisschen drüber aufreg tatsächlich. Ja, und ich dachte, wir fangen heute mal mit dem etwas einfacheren Thema an, nämlich, warum wissen eigentlich immer alle anderen besser, was ich kann und was ich nicht kann? Ja. Diese Frage stelle ich mir schon seitdem ich denken kann, weil als ich in der Schule war, haben mir immer die Lehrer gesagt, ja, das kannst du. Und ich habe immer gedacht, nein, kann ich nicht, sonst würde ich ja nicht zur Schule gehen, weil ich will es ja gerade lernen. Also, nein, warum soll ich das können? Und dann bei anderen Sachen haben sie mir gesagt, das kannst du sicher nicht, wo ich mir dann gedacht habe, doch schon. Und wahrscheinlich sogar besser als sie, weil ich im Gegensatz zu ihnen jeden Tag bei meinem Vater am PC verbracht habe. Ja, und es sind auch noch so andere Sachen, wo ich einfach immer denke, ja, warum wissen alle anderen besser, was man selber können soll und was man nicht können soll und was man nicht können kann. Was denn? Ist immer noch halbwegs grammatisch korrekt. Kann ich nicht mich beschweren. Und ja, etwas, wo es ein größeres Thema, wo komischerweise jeder in meinem Umfeld mir sagt, ob ich es jetzt kann oder nicht, ist Kinder. Ja, es ist so, ich werde von allen, also meine Großmutter sagt mir, ich sollte das Thema noch ganz weit nach hinten schieben. Und auch mein Arzt hat mir schon gesagt, das sollte ich noch nach hinten schieben, ich wäre noch nicht so weit. Wo ich mir dann denke, hallo, meine Entscheidung, mein Körper, ich weiß nicht, wie es ist. Ich kann nicht heute sagen, ich schaffe das mit hundertprozentiger Sicherheit. Und ich kann nicht sagen, ich werde immer die beste Mutter sein, die die Weltgeschichte je gesehen hat. Kann ich nicht, weil ich es noch nicht probiert habe. Aber ich und mein Gefühl sagen mir, ich werde das schaffen. Und da ist es doch dann Unrecht, nicht Unrecht, Unrecht und Unrechtens, wenn irgendeiner hinsteht, egal wer es ist, und zu mir sagt, nee, du schaffst das nicht. Weil woher soll der das wissen? Wo kann der die Zukunft sehen und sieht meine Überforderung? Und ja, natürlich habe ich hier und da meine Probleme, aber mal jetzt ganz ehrlich, unter uns Gebetsschwestern unter vier Augen und einer Kameralinse, sage ich jetzt mal Folgendes. Die Probleme werden nicht gehen. Die werden nicht einfacher. Ich bin als Asperger geboren oder ich bin zum Asperger hingespritzt worden. Wer weiß es schon, ob es jetzt ein Impfschaden ist oder ob es Gene sind. Aber auf jeden Fall werde ich damit bis zum Rest meines Lebens leben. Und ich werde damit noch wahrscheinlich über den Rest meines Lebens leben, weil, seien wir mal ehrlich, wenn ich tot bin, wird es wahrscheinlich immer noch nicht weg sein, weil es ist ja, wie hoch ist die Chance, dass es dann weg ist? Und ja, wenn ich nach diesem Maßstab gehe, werden die Probleme weder weniger, noch werden sie einfacher, noch wird es ein anderes Leben, das auf mich wartet. Und wenn ich danach gehe und sage, gut, ich warte, bis die Probleme einfacher werden und bis ich mein Leben richtig im Griff habe, nach der Ansicht von Menschen da draußen, nicht nach meiner Ansicht, sondern nach denen. Ich sage, ich habe mein Leben im Griff. Ich bin in einer Lebenssituation, wo ich zufrieden bin, wo ich mit meinem Leben leben kann. Wo andere sagen, du musst noch viel öfter rausgehen, du musst deine Einkäufe selbst erledigen, du musst deine Ämter erledigen. Wo ich mir dann sage, ja, kann sein, dass ich da noch was zum Lernen habe. Aber hast du es zum Urteilen, ob ich das schon kann oder nicht? Ich wähle ja auch selber. Ich halte es nicht so, dass ich zu meiner Mutter sage, mach mal meine Kreuzchen. Hey Mami, mach mal nicht meine Kreuzchen, die mache ich selber. Oder ja, wenn ich das Recht habe, wählen zu gehen. Und wenn ich für mich persönlich sage, ich weiß, dass es nicht besser wird mit meinem Asperger. Und ich weiß, dass es nicht anders, dass sich die Situation nicht verändert. Warum soll ich dann auf etwas warten, was nicht eintreffen wird? Warum soll ich jetzt hinstehen mit 25 und sagen, gut, ich warte jetzt, bis ich 45 bin, dann ist der Asperger weg. Und dann kann ich Kinder kriegen. Aber dann ist biologisch wahrscheinlich nicht mehr möglich, aber hey, dann wird es wahrscheinlich besser. Das bringt mir nichts. Das bringt mir nichts. Ich bin jetzt in einem Alter, wo meine Eizellen so fruchtbar und schön sind wie nie wieder in meinem Leben. Ich meine mal ehrlich, ich habe erst kürzlich einen Film gesehen, da hat eine mit 45 versucht, noch ein Kind zu kriegen und es hat nicht geklappt. Und
Ich habe irgendwann mal vor vielen tausend Jahren irgendwo gehört, mit ab 37 nimmt die Fruchtbarkeit massiv ab. Und es ist mein Angstalter und ich spüre einfach, dass es jetzt nicht mal mehr 10 Jahre sind. Ist doch so! Hört außer mir dieses biologische Uhr keiner ticken, die hier gerade Nein. hinter mir tickt. Ich Nein. höre die ticken, furchtbar ticken. 10 Jahre. Ja, na gut, es sind 12 Jahre, aber nee, es sind 11 Jahre. Es sind 11 Jahre, aber 11 Jahre gehen so schnell vorbei, wenn man es so mal überlegt. Ja, und dann sagen mir natürlich alle, wenn du es als Alleinerziehende versuchen willst, such doch erstmal einen Partner. Aber ich will keinen Kerl. Meine Güte, Männer sind anstrengend. Die sind furchtbar anstrengend. Ich meine, ich bin auch anstrengend, aber ich bin für mich anstrengend. Und ich verlange nicht, dass jemand. Und ich will nicht, dass da ständig irgendjemand ist, der dann auch noch meine Aufmerksamkeit will. Und ja, ich glaube, ich kann ein Kind schaffen. Ich weiß, ich kann eine Beziehung nicht schaffen. Und deswegen finde ich für meinen Teil es unmöglich, wenn mir einer sagt, such dir doch erstmal einen Partner und dann wird es schon. Und dann denke ich mir so, ja toll, und was mache ich dann mit dem Partner, den ich nicht haben will? Ich meine, es ist wie so ein, das ist wie ein zu kleiner Schuh. Du ziehst ihn an, weil irgendjemand sagt, der sieht schön aus, aber die ganze Zeit kneift, zwickt und macht's und dann ist keiner glücklich. Du hast am Ende die Blase am Fuß, der andere hat dein knatschiges Gesicht auf den Fotos. Also, wer will das schon? Und deswegen finde ich für mich persönlich, es gibt nichts Schlimmeres als Leute, die dir sagen, was du kannst, was du nicht kannst. Er hockt da oben und kann mal wieder nicht runter. Ist so. Und dir zu sagen, was du kannst und was du nicht kannst, weil am Ende des Tages ist es doch auch so, dass viele Dinge nicht ein ich kann's oder ich kann's nicht Frage sind, sondern ein ich probier's und entwickle mich weiter. Na, gut, ne? T-Shirt. Ich habe diesmal guten Content. Die Woche wird mit guten Ohne Content mich. gestartet. Ohne mich. Entschuldigt. Ich habe immer noch ein schlechtes Gewissen wegen irgendeiner Woche. Ich weiß nicht mehr, welches war. Es könnte letzte gewesen sein, wo ich schlechteren Content hatte. Deswegen will ich diese Woche guten Content bringen. Ich will euch. Ich will für euch was Gutes auf die Beine stellen. Ja, aber auf jeden Fall habe ich mir darüber die letzte Zeit Gedanken gemacht. Und ja, für mich ist die Sache die, ich möchte es zumindest versuchen. Ich möchte versuchen, Mutter zu werden. Und es kann ja sein, dass es bei den ersten drei Versuchen, die ich mir als Limit gesetzt habe, nicht klappt und dann kann ich immer noch über eine Beziehung nachdenken und dann Kinder kriegen. Weil dann werde ich meine Eizellen einfrieren lassen, weil die werden nie wieder so gut sein wie jetzt. Die bewahre ich dann auf. Zwar nicht mehr mein jugendliches Aussehen, aber die da, Eizellen, die bewahre ich auf. Gut, lang genug über meine Eizellen geredet. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Woche. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr auch so Situationen habt, wo andere Leute euch erzählen, was ihr könnt und was ihr nicht könnt. Und beurteilen wollen, was ihr zu können habt und was ihr nicht zu können habt. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an diebell.read@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns wieder. Bis dahin. Ciao.